Mit Spaß und Humor geht's weiter. Bitte identifizieren Sie das Produkt. Sprechen Sie laut und deutlich. Schreinerei Fleischmann und Freunde. Jetzt hier im SWR-Fernsehen. Bei Vanessa Backes und Shaw Fleischmann. Viel Spaß bei neuen Sketchen frisch aus der Werkstatt der Schreinerei Fleischmann. Vanessa Hoppel, Regalfach 4, 30 Bretterbude, Bretterbube, oh ne, ich mein 30 Bretterbuche, Hosches. 30 Bretterbuchen. Holz. Jo. So. Regal 5. Ja. 25 Meter Furnierborke Natur. Nee, Birke Natur, natürlich. Natur, natürlich. Voilà. So. Regalfach 6. 50 Hölzer 10 auf 10 Bierkant. Vor allem Bier. Vierkant! Vanessa, ich brauche Pause. Ich brauche Pause. Was heißt hier Pause? Sollen wir nicht Schluss machen? Es geht auf Mitternacht. Aber Vanessa, es ist gerade mal 7:30. Es ist 11:30. Oh ja, Sommerzeit, stimmt. Nee, pass auf, wir haben jetzt nur noch Regal 7. Bis 94. Das schaffen wir schon. Du meinst, das schafft uns schon. Aber nicht, habe ich was, wenn wir was getrunken haben, was gegessen haben, dann sind wir wieder fit, dann flutscht das nur so. Ich freue mich schon auf eine schöne Beruf, meine schöne Pizza. Nee, das ist noch ein falscher Haas im Kühlschrank, der müsste mal gegessen werden. Mann, geh mal fort mit einem falschen Haas, der schmeckt wie echte Socke. Wenn ich da feine Soße dran mache, schmeckt der auch wieder fein. Jo, die feine Soße, ja, die erinnert mich immer an die Chinesen, Papp, verstehst du? Wo sich Katz und Hund in der Pan guten Nacht sage. Ich will kein geröstetes Haustier, ich will eine knusprige Pizza. Huppel, ich hol's Bier und du machst den Offer. Warte mal schon, das hat mir nicht so hingehauen. Wie nicht hingehauen? Mit der Pizza, das hat nicht geklappt. Ja, aber Vanessa, du warst ewig extra im Depot. Detto heißt der Supermarkt. Ja? Ja, aber die haben da so ein Do-it-doch-self-System, so ein blöder Kasseautomat, da komm ich nicht mit klar. Also Vanessa, komm jetzt, aber bitte, da steht der Korb, jetzt fahrst du noch mal schnell hier, er klickt der 24 Stunden offen, holst dir halbes Dutzend Pizza XXL und die Sache ist gerüstet. Verstehst, wenn ich die Nacht durchschaffen muss, brauche ich was zwischen den Kiemen. Mir hätte noch eine Schüssel Nudelsalat. Der von vorgestern. Naja, der müsste auch mal fort. Pizza und Pilz de Jean Wils. Ich könnte zu mir Herbert an die Tankstelle fahren. Vanessa, da gibt's nur Müsli-Rügel und Motoröl. Hoppel jetzt ab zu Detto. Ich kann dir gleich sagen, das mit der Casto, das mit dem Automat, das... Alla gut, damit du vorbereitet bist, üben wir das jetzt, alte Mol. Stell dir vor, ich bin der Vollautomat. Jo. Das ist die Trommel und die Buchs, denke ich mal, weg. Vanessa, jetzt kein Spaß mehr, ich habe Hunger. Verstehst du? Ich bin der Kassenvollautomat und du gehst jetzt einkaufen. Vanessa, den Teil überspringen wir jetzt. Und jetzt, ach so, genau. Du kommst jetzt an die Kasse. Genau. Guten Tag, mein Name ist Vanessa. Wie geht es dir? Vanessa, guten Tag, kann ich dir sparen, das ist ein Automat, wie soll es denn gehen?
Die haben dort Sprachsysteme und deswegen frage ich ja. Vanessa, Hubbel, du nimmst jetzt deine Ware, die Sache und tust die Eiscanne. Ich bin der Automat und ich bin bereit. Also, Hubbel. Bling! Bling! Wieso sagst du jetzt Bling? Ja, weil du Bling gesagt hast, also der Automat. Ja, und wenn der Automat Dong gesagt hätte? Hätte ich Dong gesagt. Wenn der Automat Dong sagt, kann ich ja schlecht Blub sagen, oder? Ding heißt, dass er bereit ist. Also jetzt, Hoppel, jetzt tust du die Sache einscannen. Piep, 1,95 für Tiefkühlpizza. Piep, und wenn du die Sache dann alle an der... Piep, tust du die Kettikarte reinstecken, die EC-Card. Der Automat ist zahlungsbereit, bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein. Da, ja. Ne, do, do. So? Zahlung erfolgt, bitte entnehmen Sie Ihre Quittung. Ach, Quittung, ach so, da ohne. Den Teil überspringen wir jetzt. Jetzt gebe mal ein bisschen Gas. Also, Pizza und Pilz. Ich weiß, aber... Schau, warst du mal in diesem Depot da einkaufen? Ditto, Vanessa, aber dafür habe ich schon dich. Dann machen wir das jetzt mal umgekehrt. Ich zeig dir jetzt mal, wie die Kasse wirklich macht. Jetzt geh du mal einkaufen. Alla? Und ich bin die Kasse. Na ja, hoppel. Achso, sag mal. Also das können wir jetzt aber auch überspringen, gell? So, jetzt an die Kasse. Guten Tag. Willkommen an Ihrer Dettokasse. Bling. Vanessa, ich hab doch noch gar nichts gemacht. Jetzt. Bling. Ja, aber was ist dann jetzt? Hat? Barcode nicht lesbar. Da bin ich die Funze. Fehler. Bitte identifizieren Sie das Produkt. Sprechen Sie laut und deutlich. Pizza prima, Forza Grande. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte sprechen Sie laut und deutlich. Prima, Pizza, Forza Grande. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. Prima, Pizza, Forza Grande. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. Forza Grande. Vielen Dank. Akzeptiert. Ich wiederhole. Toilettenreiniger. Du kannst mich mal marschlecken. Das ist eine Tiefkühlpizza. So habe ich auch schon vom Automat gestanden. Reset, Reset, Handeingabe. Bling. Long. Black. 1,75 Tiefkühlpizza. Bitte stecken Sie Ihre EC-Karte ein. Sammeln Sie Punkte. Nur in Flensburg. Willkommen im Hallenbad Heimelsheim. Zeit, Guthaben 35 Minuten. Möchten Sie eine Badekappe? Willkommen bei Ihrer DFKK Nummer 6666 Jean Fleischmann. Erhöhter Blutdruck, Schlaganfallrisiko 95%, Leber kaputt. Ja, wieso dann das? Das ist der Krankenkasse-Card. Ja. Ah. Bitte führen Sie Ihre EC-Karte ein. EC-Karte nicht lesbar. Aber das ist doch, das gibt's doch nicht, du tappischer Automat. Das ist ein Tiefspülkitzer und das ist ein EC-Card. Bitte wenden Sie sich an Ihre Service-Hotline. Drücken Sie hierzu die 3. Denne werde ich was erzählen jetzt.
Guten Tag. Haben Sie Fragen? Drücken Sie die 1. Möchten Sie einen Newsletter bestellen? Drücken Sie die 2. Möchten Sie einen Newsletter abbestellen? Drücken Sie die 3. Haben Sie eine Beschwerde? Sagen Sie laut Beschwerde. Beschwerde? Beschwerde. Vielen Dank. Haben Sie Wut? Sagen Sie Wut. Wut? Haben Sie Zorn? Sagen Sie Zorn. Zorn. Wenden Sie sich an Ihre Beratungsstelle, drücken Sie Ihre Postleitzahl ein. Wenden Sie sich an Ihre Beratungsstelle, drücken Sie hierzu Ihre... Was war denn das? Ich hab den Stecker gezogen. Ich ruf jetzt den Pizza-Lieferservice an. Auf die Idee hättest du auch schon mal vorher kommen können, gell? Ja, Schau Fleischmann hier, wir hätten gerne 3 riesige Pizza und einen Kasten Bier. Ja, und ich... Und herzlich willkommen in der Pizzeria Forza Forza. Wollen Sie eine Reservierung vornehmen, drücke du die 1. Wollen Sie eine Bestellung aufgeben, drücke du die 2. Vanessa, wir essen falscher Haas. Der Stargast des heutigen Abends macht eins am liebsten. Er regt sich auf und findet immer Grund, sich aufzuregen. Lachen Sie über den Pfälzer Aufreger. Hier ist für Sie Ramon Kormann. Guten Abend, Herr Leib. Ja, ich habe jetzt festgestellt, viele Menschen haben Probleme mit Zahlen. Haben Sie das auch schon mal gemerkt? Geht bei den Kindern in der Schule geht's schon los. Die Kinder kommen aus der Schule heim und sagen, ah, das macht mir ja alles Spaß, aber mit dem Rechner, das kriege ich nicht hin. Und die Mathematik, die verwendet auch so schwierige Formulierungen. Wie soll dann ein Mensch jemals so eine Aufgabe lösen? 5 Musiker spielen einen Walzer in 5 Minuten. Wie lange hätten 10 Musiker dafür gebraucht? Na, jetzt fangen Sie bitte nicht an zu rechnen. Also... Probleme mit Zahlen überall. Ja? Die Woche hatte ich Streit mit dem Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt wegen der Zahlen. Da hatte ich Schild da stehen, 2 Blumenkohl, 1,85 Euro. Habe ich sofort Streit mit ihm angefangen. Habe gesagt, kommen Sie mal bitte her. Was schreiben Sie da für einen Käse auf das Schild? 2 Blumenkohl, 1,85 Euro. Was kosten da bitte einer? Da habe ich gesagt, ja, einer kostet 1 Euro. Da habe ich gesagt, dann nehme ich den an. Wann ist sie jetzt aber hingegen froh, was ist ein 27 mal 8? Da merken sie so, wie so ein schlechtes Gewissen in ihnen hochsteigt. Ja? Sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. 216 ist richtig, ja, genau. 27 mal 8 ist 216, aber sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich weiß genau, was sie denken. Sie denken dann in dem Moment, Mensch, das müsste ich doch eigentlich wissen. Und selbst wenn ich es nicht weiß, dann müsste ich es doch schnell ausrechnen können. Nee, das müssen sie nicht können. Das große 1x1 wird seit Jahrzehnten gar nicht mehr unterrichtet. Da brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich jetzt zu Ihnen gesagt, jetzt schätzen Sie doch mal, was ist ein 27 mal 8, das wäre besser gewesen für Sie. Hätten Sie können sagen, ja, die 27, die runde ich auf 30. 30 mal 8, das ist 240, das wäre für jedes Kind. Das muss irgendwas um 240 sein. Aber schätzen dürfen Sie auch nicht überall. Ihre PIN-Nummer dürfen Sie nie schätzen. Das Alter von Frauen, nie, nie schätze. Da sind die Rückschläge noch schlimmer wie bei der PIN-Nummer. Viele Menschen haben Probleme mit Zahlen und ich habe mich natürlich auch gefragt, woran liegt dann das? Es liegt unter anderem auch an unserer Medienwelt, die mit Zahlen nur so um sich schmeißt. Egal, ob sie die Zeitung aufmachen oder das Fernsehen aufschlagen. Die Zahlen können ja halt gar nicht mehr groß genug sein. Ja? Das Gefühl für die Größe, für die Dimension von Zahlen ist uns völlig verloren gegangen, weil die Medien mit Zahlen um sich schmeißen. Denn wenn die Zahl bei einer Nachricht nicht groß genug ist, dann ist die Nachricht auch nicht spektakulär genug. Im Mai 2013 wurde bekannt, dass das Tiefbahnhofprojekt Stuttgart 21
jetzt 2 Milliarden mehr kostet. Sehen Sie, da zuckt noch nicht immer mehr jemand. Ist hier irgendjemand im Raum, der sich in seinem Leben schon mal um 2 Milliarden verrechnet hat? Ich würde mal so jemand gern kennenlernen. Ja? Ich würde mal gern wissen, wie so jemand aussieht. Ich würde mal gern mit so jemandem ein Wort wechseln, bevor ich eine Hinweise los. Ja? Es kann doch nicht wahr sein. Also der Bahnhof, um das nochmal klarzustellen, der Bahnhof kostet nicht 2 Milliarden, der kostet 2 Milliarden mehr. Der Tiefbahnhof. Wenn er noch ein bisschen mehr kostet, dann kommt er in Australien wieder raus. Denken wir doch mal an das berühmteste Beispiel des letzten Jahres, unser berühmt-berüchtigter Bischof Thebats van Elst. Was ein Scheißname überhaupt schon. Was ist jetzt so jemand mit so einem Scheißname gar nicht hingestellt? Van Elst klingt ja sehr fein, gell? Van, wie ich es erst mal gehört habe, und ich habe gedacht, mein lieber Mann, Herr. Van Elst ist vielleicht ein Holländer, habe ich gedacht, ne? Wenn das ein Holländer gewesen wäre, der hätte sich einen Wohnwagen über den Limburger Dom gestellt. Der Herr Van Elst hat sich eine Hütte gebaut für 31 Millionen Euro. Und die katholische Kirche hat das natürlich sofort klargestellt im Rahmen einer Pressekonferenz. Da ist jemand vor die Kameras gedreht, der war so circa 110. Und der hat es dann der Leid erklärt und hat gesagt, ja, aber Moment mal, Sie müssen auch bedenken, von diesen 31 Millionen Euro sind ja nur, Achtung, nur 2 Millionen Euro aus Kirchensteuergeldern und die restlichen 29, die sind aus dem bischöflichen Stuhl. Ja, ist das jetzt auch noch ein Geldschießer oder was ist denn da los? So ein blöder Hund. Dann hat der Papst gesagt, er soll sich erst mal sammeln. Ja, der soll sich nicht sammeln, der soll mal rechnen lernen, der Idiot. Aber ach, so weit brauchen Sie nicht zu gehen. Ach, daheim wird mit Zahlen nur so um sich geschmissen. Meine Lebensabschnittsgefahr hat die Woche zu mir gesagt. Ich habe dir doch schon 100.000 Mal gesagt, Klammer auf, in Worten, 100.000 Mal, Klammer zu, dass wir am Sonntagmittag zu meiner Mutter gehen. Also meine Partnerin meint, sie hätte mir den Satz, wir gehen am Sonntagmittag zu meiner Mutter, Klammer auf, der etwa 5 Sekunden dauert, Klammer zu, 100.000 Mal gesagt. Das wären 500.000 Sekunden. Das wäre umgerechnet, wären das 8.333 Minuten oder noch einmal umgerechnet 138 Stunden. Oder für Sie noch einmal umgerechnet, das wären 5 Tage und 18 Stunden. Also 5 Tage und 5 Nächte und 18 Stunden. Meine Partnerin meint, sie hätte mir den Satz, wir gehen am Sonntagmittag zu meiner Mutter 5 Tage, 5 Nächte und noch 18 Stunden lang gesagt. Und selbst wenn es so wäre, das könnte ich eine Woche lang überhören. Ach, schon wieder. Was ist dann los? Ach, Schrenere, Fleischmann, liebe Hausbitzer, liebe Meter, liebe Stromanbeter. Bitte? Ach, ey, das bitte, bitte geht auch nicht, weil das I klemmt. Wie? Das Ido an der Tastatur. Wir können unser Holz nicht mehr anbieten, wir müssen es anbeten. Also das macht sich in einem Werbebrief sieht das ein bisschen blöd aus, gell? Ja, das geht ja gar nicht. Wolltest du nicht letzte Woche schon mal eine neue Tastatur besorgen? Das träumst du aber. Suchst du? Paket.
Ja, bis Silvester ist ja noch ein bisschen Zeit. Bitte? Ja, wenn du eine Rakete suchst. Ein Paket, man ist ein Päckchen, das hat da gelegen, hast du das gesehen? Hätte ich das wegschicken sollen? Dann hätte ich dir das doch gesagt. Ah, du hast es gesehen. Ja, nee. War was drin? Ich meine, was war denn drin? Es tätscht jetzt gern wissen, gell, Vanessa. Aber ich sag nur, bald ist Weihnachten, ne? Ach, war's was für mich? Hast du es jetzt gesehen oder nicht? Ja, nee. Ja, nee. Lisbeth, ich bin's. Du, ich hab gestern ein Päckchen bei dir liegen lassen. Das war vom Jean. Ich hab gedacht, es wäre mein. Ich hab doch nicht so genau geguckt. Doch, auf der Garderobe neben an der Haustür. Ich steh's nachher abhole, gell? Hat du schon wieder Ratsche während der Arbeitszeit? Sag mal, gibt's eigentlich gar nichts zu schaffen? Jean, ich hab's Essen schon fertig. Und es wäre schon viel früher fertig gewesen, wenn ich's nicht erst auf die Kaputtplatte gestellt hätte. Die wolltest du nämlich letzte Woche schon reparieren, gell? Das träumst du aber. Ach. Das scheinst du sowieso am besten zu können. Was? Träumen. Ich hab E-Mails beantwortet. Ich hab aufgeräumt. Aha, aufgeräumt. Vanessa, aber dann musst du das doch gesehen haben. Ja, nee. Ja, nee. Schreinerei Fleischmann. Oh, Lisbeth. Gut, dass der Anruf steht, der macht mich narrisch wegen dem Päckchen. Ich kann doch... Was? Wie? Warum hat's denn dein Bub weggeschickt, um Himmels Willen? Erzähl mir das später. Wo hat er's hingeschickt? Nach Stuttgart? Ach du Schreck. Nee, ich an für sich gut. Du, in Stuttgart han ich ja eine Cousine, ist Elsie. Dann tät ich die doch frage, ob das abholt. Sag mir doch nur mal grad die Adresse. Ja, das kann man ja erklären. Also Daimlerstraße 8. Und der Name? Huber. Huber? Was hast du dann schon wieder mit dem Holzwurm zu tun, dem Spanplattelutscher? Das ging um einen Huber in Stuttgart. Nicht dein Konkubent. Also deine Fremdwörterkenntnisse sind immer wieder erfrischend. Kannst du mir bitte sagen, was ein Konkubent ist? Ja. Die männliche Form von Konkubine. Na, du bist mir auch so eine Biene. Was hätte ich denn sagen sollen? Saftsack. Was haben wir dann von Stuttgart für einen Huber? Ist das ein neuer Kunde oder ein Lieferant? Genau. Ja, was denn jetzt hat? Ein Lieferant. Aha, und was liefert er? Päckchen. Für Päckchen zu verpacken. Es ist so bald Weihnachten. Vanessa, gibt's irgendwie was zu essen? Ich hab nichts vergessen. Ich red vom Essen. Ah, gibt's was? Vanessa, das fragt doch ich dich. Ach so, jo. Ja, ich brauch's ja nur warm zu machen. Ja, aber dann hoppel, hoppel. Schreinerei Fleischmann. Ach, Lisbeth, ja. Nee, die Vanessa ist in der Küche. Bitte, dein Sohn hat ein Päckchen auf die Post gebracht. Ach, Lisbeth, solche sensationelle Neuigkeiten interessieren mich überhaupt nicht, gell? Nein, ich habe jetzt keine Zeit für so... Nein, die Vanessa auch nicht, die tut gerade kochen. Aller jetzt Schluss, tschüss. Frau, wenn man die Heißluft, die tiefe Tratsche einfangen kennt, bräuchte die Welt keine Heizung mehr. Wer hat denn angerufen? Die Lisbeth wegen Päckchen. Vanessa, was ist dann mit dir los? Nix. Aha. Allah. Nix. Jean? Was hat denn die Lisbeth wegen dem Päckchen gewollt? Och, Vanessa, dass ihr so ein irgendein Päckchen auf die Post bringt und mit sowas vertrödelst du deine Mai-Zeit. Ach Gott, ich meine, hat's Lisbeth angerufen oder du? Ich meine, da kann ich schon nichts dafür. Ja, und gestern? Ha? Elfi,
Sophie, ach Gott, wenn weiß ich noch alles. Ei, dasselbe, da kann ich nichts dafür. Natürlich nicht. Alle Tratsche, nur nicht Vanessa. Die weiß es nämlich besser. Oh, ich muss ja in Stuttgart. Das ist ja... Moment. Elzia. 0711. Elzie, ich bin's, Vanessa aus Heimelsheim. Elzie, ich habe ein Problem, ich habe ein Päckchen in Stuttgart, weil Lisbeth sein Bub nicht gewusst hat, dass es vom Jean ist und ich hab's dort vergessen, weil ich dachte, es wäre meins. Nicht klar. Also nochmal, ich habe ein Päckchen in Stuttgart, weil Lisbeth sein Bub nicht gewusst hat, dass es vom Jean war und ich hab's dort vergessen, weil ich dachte, es wäre... Elzie, ich bin schon ganz durcheinander. Bitte, es geht um, das ist ein Päckchen vom Jean. Also der Jean, ich kann nicht lauter, weil sonst der darf das nicht hören, versteh mich doch. Der Jean. Der Jean! Ja, Vanessa. Was? Ja, du hast eben Jean gerufen. Nein. Elzie, das wollt wissen, bei wem ich arbeite. Gell, Elzie, du hörst nicht gut. Ich muss Schluss machen. Sag mal, tust du eigentlich nur noch Quassle? Gibt's in dieser Schreinerei eigentlich überhaupt nichts mehr zu schaffen? Das war jetzt für die Weihnachtsvorbereitung. Hast du nicht gesagt, mit Dede dies Jahr in der Schreinerei ein Weihnachtsfest ausrichten? Das träumst aber. Sag mal, ist das jetzt der neueste Trick für mich, fertig zu machen? Wieso sollte ich dich fertig machen wollen? Merkst dann du das nicht den ganzen Tag, höre ich von dir, das träumst du aber. Ah, das träumst du aber auch. Wahlwiederholung. Elzie, ich bin's noch mal, Vanessa. Also pass auf, das mit dem Päckchen ist so. Ich weiß, wo es ist. Das muss oben auf dem Küchenschrank liegen. Was? Das Päckchen. Ich muss Schluss machen. Schluss! Was ist dann mit dir los? Oh, was ein Verdruss, habe ich gesagt. Seit wann drückst du dich dann so gewählt aus? Wieso gequält? Wieso gequält? Du hast gerade gefragt, seit wann ich mich so gequält ausdrücke. Das träumst du aber. Ich habe gesagt, dass das ist doch auch jetzt völlig egal. Elzie, ich bin's nochmal. Vanessa, das tut mir furchtbar leid. Ich muss eben Schluss machen, Vanessa! Weil... Ich muss Schluss machen. Vanessa, der Ofen funktioniert wieder. Du Dunst, du hast den Knopf falsch rum drauf gemacht. Gott, das gibt eine Katastrophe. Ich traue das ja gar nicht mehr anzurufen. Die muss doch denken, ich schätze nicht mehr an. Schreinerei, Fleisch. Ne? Lisbeth, ja, was gibt's? Sei Dank. Und der Bub hast du jetzt losgeschickt? Ach, der kommt dann doch vorbei und bringt... Es klingelt gerade. Das ist er schon, meinst du? Gott, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Vielen Dank. Ich rufe dich später nochmal an. Vanessa! Vanessa, es hat geklingelt. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ah, da ist es ja. Wo kommt denn das jetzt her? Von der Post. Es hat ja gerade geklingelt. Ist doch mein Weihnachtsgeschenk für meine Brigitte. Ja, das hat aber gestern dort gelegen. Das träumst du aber.